Hallo zusammen. Wir wollen heute in dem Video lernen, wie man am besten Leinen wirft. Beim Leinenwerfen kann man viel falsch machen. Das sollte gut gekonnt sein und gut vorbereitet sein. Denn man möchte, wenn man anlegt, möglichst schnell eine Leinenverbindung herstellen. Weil wenn man dann eben an der Leine ist, ist man fest. Ansonsten könnte man irgendwie wegtreiben oder sonst irgendwas. Für wen ist dieses Video? Am besten natürlich für Segel- und Motorbootschüler. Aber ich empfehle dieses Video auch jedem, der als Crewmitglied irgendwann und irgendwo auf dem Boot ist. Weil gerade Crewmitglieder ja vorne an den Leinen, dann, während eben der Skipper anlegt, eben diese Leinen werfen und bedienen. Ich habe, ihr seht hier, eine Leine, einen ganz klassischen Festmacherleine. Die habe ich aufgeschossen. Das heißt, die habe ich in Buchten gelegt. Wir sagen das eben Buchten, wenn wir das eben so legen. Und zum Werfen sollte sie auch gut vorbereitet sein. Also eben in solchen Buchten sein. Und man sollte jederzeit eben so ein paar Windungen von dieser Leine runternehmen können. Und eben jederzeit das so handeln können. Das heißt, die Vorbereitung der Leine ist schon mal sehr wichtig. Wenn die Leine jetzt irgendwo festgemacht ist, wir könnten uns jetzt, kommt mal gern ein bisschen näher. Wir können uns jetzt hier vorstellen, wenn wir dabei sind anzulegen, wollen wir diese Leine eben vorbereiten. Das heißt, wir bereiten die vor. Das wird euch euer Skipper sagen, wie er das gerne hat. Da gibt es auch ein paar Befindlichkeiten, wie man das haben möchte. Und würde jetzt diese Leine hier zum Beispiel, ich lege die jetzt immer nur so drumherum, würde man die belegen. Ganz wichtig, man müsste die außenrum führen, damit sie eben so liegen kann. Und nicht untenrum führen, damit sie dann der Korb oder der Seezaun im Weg ist. Und jetzt geht es darum, die Leine zu werfen. Man hat die so in so Buchten und dann überlegt man sich, wie weit will ich eigentlich die Leine werfen. Dann kann man sich also überlegen, nehme ich jetzt hier ein paar Wicklungen von den Buchten runter, halte die jetzt hier in der linken Hand und mit der rechten könnte ich das jetzt werfen. Und je nachdem, wie weit ich werfen will, kann ich so ein paar Buchten hier runternehmen und die eben dann so aus der Hand ausrauschen lassen. Ich demonstriere das jetzt mal, ich nehme jetzt hier mal so zwei Buchten raus, habe die hier wunderbar, die können ausrauschen, da ist nichts verknotet oder so, wenn es verknotet ist, total nervig. Und dann kann ich einfach sagen, ich werfe die. Und dann steht meistens dann am Steg, wartet schon Marinero vielleicht auf uns oder wir lassen jemanden eben von Bord springen kurz, der dann die Leine an Land annehmen kann. Und dann wird die Leine so geworfen, man kann reden. Werfen ist natürlich eine Option, man kann sie natürlich auch, wenn man nah genug rankommt, demjenigen einfach übergeben. Das ist sowieso viel sicherer, dann hat er die ordentlich in der Hand, kann damit gut arbeiten. Werfen, paar Buchten runternehmen und einfach kann man sie ganz leicht und ganz weit werfen.